Es war einmal neben einem baufälligen Militärflughafen voller alter sowjetischer Hubschrauber und Kampfflugzeuge kleine Stadt namens San Antonio de los Baños. Eine Stadt kolonialen Ursprungs, welche im ganzen Land als die Hauptstadt des Humors bekannt war. Nun, immerhin ist sie der Veranstaltungsort der internationalen Biennale des grafischen Humors. Doch ab Juli 2021 könnte sie besser bekannt werden als das kubanische Epizentrum für schlechte Stimmung und soziale Unzufriedenheit. An Gründen mangelt es wahrlich nicht. Kuba steht vor der schlimmsten Lebensmittelknappheit seit den 1990er Jahren. Kuba erkennt ernsten Mangel an Medikamenten an. Denn San Antonio de los Baños ist der Ort, an dem alles begann. Es ist jener Ort, an dem die Menschen die Nase voll hatten. Und es ist der erste Ort, an dem die Menschen ihre Angst verloren und die ersten Massenproteste gegen das kubanische Regime lostraten. Zumindest die ersten seit 1994. Diese Proteste nahmen ihren Ursprung also außerhalb Havannas, breiteten sich jedoch schnell im ganzen Lande aus. Vor allem in den Provinzen Mayabeque und Matanzas, wo sich zum Beispiel die Touristenhochburg Varadero befindet. Auch in der Hauptstadt, in Havanna selbst, gab es dann zahlreiche Protestkundgebungen. Dieses Mal waren die Proteste etwas seltsam, nicht nur weil es in einer kommunistischen Diktatur wie Kuba selten vorkommt, dass es überhaupt Proteste gibt, sondern auch, weil es das erste Mal ist, dass eine groß angelegte Protestwelle zumindest für kubanische Verhältnisse außerhalb der Hauptstadt begonnen hat. Denn im Gegensatz zu anderen lateinamerikanischen Ländern hat es das kommunistische Regime, das Kuba seit mehr als 60 Jahren regiert, geschafft, einen starken institutionellen Rahmen zu schaffen, der jeden Winkel des Landes erreicht. Dies gibt der Diktatur eine Position der breiten Herrschaft und Kontrolle über die gesamte Bevölkerung. In der Tat ist das kubanische Regime eines der wenigen kommunistischen Regimes, die es trotz aller Schwierigkeiten geschafft haben, den Fall der Berliner Mauer und den Zusammenbruch der Sowjetunion zu überleben. Darüber hinaus überlebte das Regime sogar die große Wirtschaftskrise, die das Land zwischen 1990 und 94 heimsuchte. Eine Krise, welche die strenge Rationierung grundlegender Alltagsgüter und schwere materielle Engpässe verursachte, die bis heute anhalten. Es war eine Zeit, in der Kuba in nur 3 Jahren 63% seines Bruttoinlandsprodukts verlor. Ein Schlag, von dem sich das Land erst nach mehr als 17 Jahren erholen würde. Denn die Sowjetunion war viel, viel mehr als nur ein politischer Verbündeter für Kuba gewesen. Sie war jahrzehntelang der eigentliche wirtschaftliche Motor der Insel. Zum Beispiel verkaufte die UdSSR Öl zu Vorzugspreisen an Kuba. Öl, das die Kubaner dann zum Teil reexportierten, um sich Dollars zu beschaffen. Kuba erhielt auch zinsgünstige Kredite aus Moskau, das heißt sehr langfristige Kredite mit sehr niedrigen Zinssätzen und einfacher Rückzahlung. Die Kubaner wurden auch für die Anwesenheit von Truppen der Roten Armee auf der Insel entschädigt und exportierten den Großteil ihrer Produktion in den sowjetischen Markt. Um dir eine Vorstellung davon zu geben, etwa 70% des gesamten kubanischen Handels wurde in die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken geleitet. Kuba war von der UdSSR abhängiger, als es von Spanien und den Vereinigten Staaten in seiner gesamten Geschichte gewesen war. Als die UdSSR dann zusammenbrach, brach auch die kubanische Wirtschaft zusammen. Es waren sehr harte Krisenjahre, in denen sogar der Kalorienverbrauch der Kubaner um fast 30% reduziert werden musste. Es war eine Phase, welche als die spezielle Periode bekannt ist. Jahre extremer Härte, die am Ende eine soziale Explosion anheizten, den Malecunazo-Aufstand. Anfang August 1994 hielten die kubanischen Behörden 4 Boote mit Flüchtlingen fest, die auf dem Weg in die Vereinigten Staaten waren, um der Krise zu entkommen. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Hunderte und Aberhunderte von Menschen versammelten sich auf Havannas Malecón, einer breiten Strandpromenade, bewaffnet mit Stöcken und Steinen. Sie stellten sich gegen die Polizei und skandierten Parolen gegen den damaligen Präsidenten und Diktator Fidel Castro. Dennoch bleibt das kommunistische Regime entgegen aller Widerstände bis heute an der Macht. Denn wie ich schon sagte, neben reiner Repression haben sie ein anderes Mittel gefunden, das ihnen die Macht sichert. Den Institutionalismus, den sie über das ganze Land wie ein engmaschiges Netz geknüpft haben. Das Land ist totalitär, aber institutionell durch und durch. In der Tat ist die politisch-institutionelle Konstruktion des kubanischen Regimes größtenteils von der sowjetischen Erfahrung inspiriert. Es unterhält sehr ausgefeilte Machtstrukturen auf Regierungs- und Militärebene. Das heißt, es gibt so gut wie keine Verräter oder bedeutende interne Machtkämpfe. Außerdem verfügt die Regierung über einen der besten Sicherheits- und Nachrichtendienste Lateinamerikas. Genau das ist der Grund, warum trotz aller Krisen, die die Insel erlitten hat, der Traum von Freiheit und Demokratie für das kubanische Volk immer sehr, sehr weit entfernt und schwer zu erreichen war. Aber ich wette, dass sich an diesem Punkt alle fragen,
sagen, wie um alles in der Welt ist es dann zu den Bildern gekommen, die wir von den Massenprotesten in Kuba gerade gesehen haben? Was hat eine solche soziale Explosion ausgelöst? Welche Ursachen und Umstände stecken dahinter? Und vielleicht die wichtigste Frage von allen, werden die Proteste weitergehen und es diesmal schaffen, das Regime zu stürzen? In diesem Video werden wir euch alles genau erklären. Also aufgepasst! Eine unaufhaltsame Welle der Freiheit. Das Kuba des Jahres 2021 ist nicht mehr das Kuba des Jahres 2015. Nicht einmal das Kuba des Jahres 2020. Das Land hat bedeutende soziale Veränderungen erlebt, die bis vor wenigen Jahren schlichtweg undenkbar gewesen wären. Veränderungen, die sich zwar weder in der Regierung noch in der Verbesserung der Wirtschaft oder politischen Freiheit niedergeschlagen haben, aber Kuba in einer gewissen Weise verwandelt haben. Zum Beispiel sehen die meisten Angehörigen der jüngeren Generation trotz aller Propaganda des Regimes die USA nicht mehr als eine feindliche Macht, sondern eher als Vorbild, als eine Art Modell dessen, was sie eines Tages werden könnten. Denn bei all den Veränderungen, die stattgefunden haben, gibt es eine Sache, die einen echten Wendepunkt darstellte: die Ankunft des mobilen Internets. In der Tat war dies einer der Faktoren, der die Menschen bei den Protesten im Juli 2021 am meisten mobilisiert hat. Wir sprechen hier von einem Dienst, den es auf der Karibikinsel bis vor kurzem nicht gab. 2018. Mobiler Internetservice startet am 6. Dezember. Durch das staatliche Telekommunikationsunternehmen Etexa, dem einzigen Internetprovider des Landes, können die Kubaner nun von überall aus mobil auf das Internet zugreifen. Das Regime hat jahrelang versucht, diese Büchse der Pandora so fest wie möglich verschlossen zu halten, bis es Wege findet, es mit Hilfe von Zensur und Überwachung im Zaum zu halten. Aber mittlerweile war es einfach zu schwer, den Untertanen noch weiter zu erklären, warum ihnen etwas vorenthalten wird, was selbst im tiefsten Afrika zum Alltag gehört. Nun hat das Regime die Türen zu einer Kraft öffnen müssen, die sehr schwer einzudämmen ist. Denn obwohl das Internet in Kuba streng zensiert wird, ist den Kubanern mithilfe von VPNs, also verschlüsselten Netzwerken, gelungen, ein Fenster zur Außenwelt zu öffnen. Unter anderem können sie sich nun direkt, ohne Filter und Überwachung, mit ihren Familien und Freunden in Spanien oder Miami unterhalten. Das ist ganz klar das beste Gegenmittel gegen politische Propaganda. Natürlich geht es aber nicht nur um private Kommunikation. Das Internet hat ihnen auch Zugang zu massiven Mengen an Informationen verschafft. Brandneue Informationen, ohne vorherige Zensur durch die kommunistischen Behörden. Jetzt können sie etwas über die Außenwelt lernen, verschiedene politische Standpunkte entdecken, sich selbst organisieren und sogar an politischen Debatten teilnehmen. Eine gewaltige Revolution für die ganze kubanische Insel. Denn jetzt sehen die Kubaner aus erster Hand, welche Folgen es hat, auf einer Insel eingesperrt zu sein, deren Regierung in der Zeit eingefroren zu sein scheint, während es sich ihre ausgewanderten Landsleute im Rest der Welt gut gehen lassen. Hinzu kommt die Enttäuschung und enorme Frustration mit der neuen kubanischen Regierung. Als Raúl Castro begann, die Zügel an den neuen politischen Führer der Insel, Präsident Miguel Díaz-Canel, zu übergeben, waren die Erwartungen groß. Würde dies endlich jener Führer sein, der Offenheit und Wandel in Kuba fördern würde? Nun, theoretisch trat Díaz-Canel für wichtige Reformen ein. Die Öffnung Kubas zur Welt, die Zulassung von Privatinitiative und Selbstständigkeit oder direkte ausländische Investitionen. Im Grunde ein Kurswechsel, den viele kommunistische Diktaturen im Laufe der Jahre erfolgreich durchlaufen haben, um Wohlstand zu ermöglichen. Und ja, es ist wahr, dass einige Veränderungen stattgefunden haben, angefangen mit dem Internetzugang. Aber in anderen Bereichen ging es quälend langsam, zu langsam voran. Die wirtschaftliche Situation verbesserte sich kaum. Die Erwartungen der Menschen wurden alles andere als erfüllt. Eigentlich ist das alles relativ einfach zu erklären. Was die Kubaner im Jahr 2021 wollen, vor allem die Jungen, ist sehr simpel. Sie wollen die neuesten Handymodelle, die ihre Cousins in Madrid schon in den Händen halten können, die Autos, die ihre Onkels in Miami fahren. Sie würden gerne über alles, was sie wollen, reden können, ohne Angst vor Repressalien oder einfach nur frei reisen. Sie wollen ganz einfach eine Zukunftsperspektive und ein normales Leben in Freiheit. Und genau diese Tatsache hat einem gewissen Bewusstsein den Boden bereitet, dass das Leben, das sie heute haben, einfach nicht funktioniert, einfach nicht das Richtige ist. Sie leben im Namen einer Revolution, die sie nie unterstützt haben. Erschwerend kommt hinzu, dass jene Generation, die am meisten protestiert hat, eine Generation ist, die während der sogenannten Sonderperiode geboren wurde, jener Zeit der schweren Wirtschaftskrise, die, wie wir bereits gesehen haben, auf den Zusammenbruch der Sowjetunion folgte. Kurz gesagt, handelt es sich um eine Generation, die nie etwas anderes als Krise, Repression, Rationierung und Armut erlebt hat. Sie haben einfach nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen. Was wir also in diesen Tagen sehen, sind die ersten Zeichen, dass die Kubaner ihre Angst verlieren. Was genau war also der Funke, der die Lunte entzündete? Nun, genau das verraten wir euch jetzt. Der letzte Strohhalm.
Um jene Gründe zu verstehen, die dazu führten, dass das soziale Fass im Juli 2021 endgültig überlief, müssen wir das Coronavirus ins Spiel bringen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos litt Kuba seit mehreren Monaten unter einer heftigen Infektionswelle. Eine Welle, die buchstäblich aus dem Ausland importiert wurde, mit der Zustimmung der kubanischen Regierung selbst. Denn der Tourismus ist schlicht und einfach eine lebenswichtige Einnahmequelle für das Regime. Sieh dir zum Beispiel diese Organisation an. GAESA, Grupo de Administración Empresarial. Es handelt sich um eine Organisation, ein Konsortium, das den kubanischen Streitkräften gehört. Es ist eine Art Holdinggesellschaft, die alle Arten von Vermögenswerten kontrolliert. Einzelhandelsgeschäfte, Häfen und vor allem Hotels. Ich habe mir Kubas Wirtschaft und Regierung immer wie eine Zwiebel vorgestellt oder wie eine Matryoshka. An dieser russischen Puppen, die im Inneren weitere kleine enthalten. Ich habe nie die letzte Matryoshka gesehen. Ich habe 3 oder 4 gesehen und ich denke, dass das gleiche in einer Institution wie GAESA passiert. In dieser Linie kontrolliert GAESA die Gaviota Tourism Group, ein Konglomerat, dem wiederum die wichtigsten Hotels der Insel gehören. Wir sprechen hier von mehr als 83 Hotelanlagen mit insgesamt 29.000 Zimmern und einem Umsatz unter normalen Bedingungen von mehr als 700 Millionen US-Dollar. Nun, wenn schon 2019 die Touristenzahlen in Kuba deutlich zurückgingen, um 6% nämlich, so war das Ergebnis 2020 einfach katastrophal. Als Folge der Pandemie sank die Zahl der internationalen Touristen, die auf die Insel kamen, praktisch auf Null und die kubanische Regierung verlor fast 3 Milliarden US-Dollar an Einnahmen. Und obwohl sich die Dinge 2021 im Vergleich zum Vorjahr etwas verbessert haben, liegt der kubanische Tourismussektor immer noch weit hinter den Zahlen der Vorjahre zurück. Also zählt in einer solchen Situation natürlich jede erdenkliche Einkommensquelle. Und genau aus diesem Grund entschied sich die Díaz-Canel-Regierung in Bezug auf die Pandemie einfach mal wegzuschauen und die Ankunft von internationalen Touristen fast ohne Einschränkungen zu fördern. Die Touristen kamen vor allem aus jenem Land, aus dem in den letzten Jahren das größte Wachstum der Besucherzahl nach Kuba vermeldet werden konnte. Mütterchen Russland. Das Problem? Die Russen litten gerade unter einer heftigen Corona-Welle, verursacht durch die Delta-Variante. Mehr als 150 russische Touristen sind in Kuba in Quarantäne, nachdem sie positiv auf Covid-19 getestet wurden. Und beachte, dass dies kein Einzelfall war. Die Ankunft von Touristen, hauptsächlich Russen, verursachte Ausbrüche in Hotels, die sich später durch die dortigen Angestellten im ganzen Land ausbreiteten. Und ganz besonders betroffen war eben jene Provinz, von der ich euch schon zu Beginn des Videos erzählt habe, Matanzas, wo sich Varadero, Kubas Epizentrum des Sonnen- und Strandtourismus, befindet. Die Ausbreitung der Infektion brachte Kubas marodes Gesundheitssystem an seine Grenzen und verursachte eine noch größere Knappheit an Medikamenten und grundlegenden Gütern als sonst. Es war einfach eine auswegslose Situation. Die Wahl zwischen Hunger auf der einen Seite oder Virus plus Hunger auf der anderen. Denn bereits der Einbruch der Tourismuszahlen 2020 verursachte lange Warteschlangen vor den Lebensmittelgeschäften. Der Grund? Den Großteil seiner Lebensmittel muss Kuba importieren. Das Land kann kaum 20% seines eigenen Bedarfs selbst decken. Wir sprechen von etwa 1,8 Milliarden Dollar pro Jahr, die Kuba für Lebensmittelimporte aufbringen muss. Die Einkäufe werden natürlich auf dem internationalen Markt getätigt und müssen in Dollar oder Euro bezahlt werden. Und was ist Kubas Hauptquelle für Dollars und Euros? Genau, der Tourismus. Als dann im Jahr 2020 kaum Touristen kamen, wurde es für das Regime sehr kompliziert, an jene Dollars zu kommen, die es nun mal braucht, um Lebensmittel zu importieren, damit ihn die Untertanen nicht einfach so verhungern. Und Devisenbeschaffung in Krisen ist vor allem dann kompliziert, wenn du ein Land wie Kuba bist, dem niemand vertraut und dem niemand etwas leihen will. Auf diese Weise entstanden schwere Engpässe bei fast allem und ein Teufelskreis kam in Gang. Eine sehr stark eingeschränkte und sehr unproduktive Wirtschaft. Ein System von Staatsbetrieben, das völlig dysfunktional ist und unter Marktbedingungen nicht wettbewerbsfähig ist. Extreme Kontrolle über alles, was auf die Insel kommt. Kurz gesagt, das perfekte Rezept für eine Katastrophe. Die vielleicht größte Fehlkalkulation der Díaz-Canel-Regierung aber war, dass sie nie gedacht hätte, dass die Situation so außer Kontrolle geraten würde, dass dies die größten Proteste in der Geschichte Kubas auslösen würde. Proteste, die noch größer sind als die des Malecunazo-Aufstandes von 1994. Um dir eine Vorstellung zu geben, es wurden 40 Demonstrationen in einem einzigen Tag gemeldet. Das ist offensichtlich nicht die übliche Zahl in einem Land, das mit eiserner Faust regiert wird. In der Tat klang der kubanische Diktator Díaz-Canel an den stärksten Tagen der Proteste, welche die Straßen und Plätze in Havanna füllten, in seinen Kommuniqués ziemlich nervös. Er rief sogar zur direkten Konfrontation zwischen Anhängern und Gegnern der Regierung auf. Sie müssen über unsere Leichen gehen, wenn sie die Revolution konfrontieren wollen. Und wir sind zu allem bereit und wir werden auf der Straße sein und kämpfen. Und deshalb sind wir auch hier und rufen alle Revolutionäre des Landes, alle Kommunisten auf die Straße zu gehen. Wir verteidigen die Revolution unter allen Revolutionären. In der ersten Reihe stehen die Kommunisten. Díaz-Canels Appelle machten eines deutlich. Das kubanische Regime mag noch nicht am Rande des Zusammenbruchs stehen, aber es ist bei weitem nicht so gefestigt, wie sie dachten.
Nachdem das Internet und sogar der Strom abgeschaltet wurden, um Versammlungen zu erschweren und es schließlich auch zu massivem Einsatz von Sicherheitskräften kam, klangen die Proteste allmählich ab. Polizei und Militärkräfte haben Havanna und die wichtigsten Städte des Landes übernommen. Die Schwarzen Barrette, das kubanische Elite-Repressionskorps und mit PVC-Rohren und Holzstöcken bewaffnete linientreue Zivilisten laufen in Gruppen durch die Städte, um die Bevölkerung einzuschüchtern. Übrigens, jene Schwarzen Barrette, die offiziell Nationale Sonderbrigade heißen, sind ein politisch-polizeiliches Korps, dessen Hauptaufgabe darin besteht, als Schockkommando für die kubanische Diktatur bei jedem Anzeichen von Dissidenz loszuschlagen. Sie wurden vor mehr als 40 Jahren gegründet und kleiden sich in Schwarz, um einschüchternd zu wirken. Sie sind so etwas wie die Prätorianergarde des kommunistischen Regimes. Wir trainieren, um die Revolution zu verteidigen und um unsere Eroberungen zu verteidigen. Aber lassen wir uns nicht ablenken. Okay, vielleicht ist das Ende der Totalität in Kuba noch nicht gekommen. Aber wie lange wird die kubanische Diktatur noch durchhalten können? Nun, vorerst musste sie bereits in zwei Bereichen einlenken, die bis vor einem Monat noch unüberwindbar schienen. Sie erlaubte Selbstständigkeit und die Gründung kleiner und mittlerer Privatunternehmen. Ein Durchbruch. Informell arbeiten bereits etwa 600.000 Kubaner, gut 13% der werktätigen Bevölkerung, auf eigene Rechnung. Nun können sie in die Legalität eintreten, auch wenn die Regierung betonte, sie würde die Veränderungen vorsichtig beobachten. Die Untertanen dürften nicht über die Stränge schlagen. Zuvor hatte sie jedoch bereits eine andere Beschränkung aufgehoben, das Verbot privater Importe. Kuba hebt Zollbeschränkungen für Lebensmittel und Medikamente nach Protesten auf. Ganz nebenbei bemerkt, was sehr kurios ist, ist, dass die Presse oft das US-Embargo betont, das die Insel bestraft, aber nie das von der kubanischen Regierung selbst errichtete Embargo, also die Einschränkungen des Handels mit der ganzen Außenwelt. Und wenn eines auf jeden Fall klar ist, dann, dass der beispiellose soziale Aufstand im Juli 2021 ein verzweifelter Schrei war, der zwar nicht zum Sturz der Diktatur geführt hat, aber dazu diente, dem Wunsch nach Demokratie in Kuba weltweit Gehör zu verschaffen. Und genau an diesem Punkt müssen wir zur zukünftigen politischen Agenda kommen. Denn um es klar zu sagen, wenn die Kommunistische Partei Kubas weiterhin die Insel regieren will, wird sie keine andere Wahl haben, als echte Wirtschaftsreformen durchzuführen, marktorientierte Reformen, wie sie Deng Xiaoping in China in Angriff nahm. Denn was uns diese Krise zeigt, ist vor allem, dass, wenn sich das Regime weiterhin weigert, ihr Wirtschaftsmodell zu ändern, dann könnte die Zorn des Volkes sie bald hinwegfegen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Krise das fragile Kartenhaus zum Einsturz bringt. Denn die Kubaner sind nun mal keine Nordkoreaner und werden nicht verharren, bis sie fast alle verhungert sind. Aber an diesem Punkt bist du an der Reihe. Werden Díaz-Canel und seine Kumpane bereit sein, Kuba zu modernisieren, um an der Macht bleiben zu können? Werden diese Proteste zu einem Kuba mit mehr sozialen und wirtschaftlichen Freiheiten führen? Oder wird die Regierung den Weg von immer mehr Repressionen wählen? Reichen die derzeitigen Lockerungen aus, um das Land wirtschaftlich zu stabilisieren? Und welche Position sollte die internationale Staatengemeinschaft einnehmen? Teilt eure Meinung bitte wie immer mit uns und auch allen anderen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ja, gebt uns bitte einen Like, teilt es mit euren Freunden und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Macht's gut und bis bald!